Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 41, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes. Hier der Berichterstatter, der Kollege Alexander Bauer, mit aufgerufen wird dann auch der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 195781. Herr Berichterstatter Alexander, bitte sehr, du hast das Wort. Ja, hochverehrter Herr Präsident, der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 120. Plenarsitzung zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen worden. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 30. November beraten und die Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Sie lautet, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/5450 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Vorwürfe und Unterstellungen, die in der Diskussion um die sogenannte Wahlkreisanpassung geäußert wurden, waren zumindest teilweise in Form und Inhalt überzogen. Es ging und geht um möglichst kleine Änderungen und nicht um trennende Mauern. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, man würde Mauern durch Wahlkreise ziehen. Das war nicht beabsichtigt, das wird auch nicht beabsichtigt sein. Es geht um möglichst kleine Änderungen, um eben den gesetzlichen Anforderungen, da komme ich gleich noch einmal darauf zu sprechen, nun einmal gerecht zu werden. Das war und ist notwendig, dass wir diese Reform angehen. Das wissen alle, die sich, ich sage einmal, intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Wir haben jetzt bewusst, und der Präsident hat es ja mit aufgerufen, in einem Änderungsantrag noch einmal intensiv uns mit der Begründung auch auseinandergesetzt, um das eine oder andere eben noch einmal etwas detaillierter zu erläutern. Das hilft vielleicht, um das eine oder andere noch einmal nicht nur zu erläutern, sondern auch wirklich zu verstehen. Wir müssen uns deshalb auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der eigentlich semantischen Frage nicht mehr streiten, ob die FDP nun in dem oft zitierten Brief mit einer Klage ausdrücklich gedroht hat, mit dem Brief, den sie an den Innenminister im Juni diesen Jahres geschrieben hat. Ich zitiere, wir möchten noch einmal in aller Deutlichkeit betonen, dass ein Nichtanpassen der Wahlkreise nach unserer rechtlichen Einschätzung verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft wäre und im schlimmsten Falle die demokratische Legitimierung der Zusammensetzung des nächsten Landtags in Zweifel gezogen wäre. Zitat Ende. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, findet die Zustimmung der FDP, hat aber auch in der Tat eine gewisse Wirkung bei uns entfaltet. Und deshalb, weil diese Frage oft gestellt wurde, ja, sehen Sie mal, weil diese Frage, Herr Kollege Lenders, oft gestellt wurde, warum man denn dort sich jetzt anders entschieden habe, nachdem man doch erst meinte, man könne die große Wahlkreisreform in der nächsten Legislaturperiode machen, ist die Antwort darauf. Denn wenn ein solcher Brief ankommt, muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann ist eben dies entsprechend geschehen. Das heißt im Klartext, wir werden uns zweimal mit dieser Thematik auseinandersetzen und jetzt in einer möglichst kleinen Änderung und dann im nächsten Jahr eben in anderer Zusammensetzung mit einer größeren Reform. Der aktuelle Änderungsantrag, ich habe bereits darauf Bezug genommen, liegt Ihnen vor. Wir haben die Hinweise beispielsweise zur Zusammensetzung der Wahlkreiskommission noch einmal berücksichtigt und das, was für uns selbstverständlich war und ist, noch einmal präzisiert. Im Klartext, die Abgeordneten werden durch die jeweils vertretenen Fraktionen vorgeschlagen. Und auch die Anmerkungen hinsichtlich der Begründung haben wir ernst genommen. Die einzelnen Begründungen für die wenigen Änderungen sind zahlen- und faktenbasiert. Und das wurde in der Begründung jetzt noch einmal individuell ausgeführt und entsprechend eingebaut. Der Vorwurf der Manipulation kam ja an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen populistisch, aber pointiert zutage, ist natürlich irreführend. Denn wir wissen alle, dass die Zusammensetzung des Landtags in erster Linie von den Zweitstimmenergebnissen abhängig ist. Aber wir können uns ja die einzelnen Wahlkreise anschauen. Im Fall Niste, meine sehr geehrten Damen und Herren, unabhängig davon, wie die Wahl ausgehen wird, ich fürchte, dass dieser Wahlkreis so oder so von der SPD gewonnen werden wird. Aber, und deshalb Niste ist groß genug, um einerseits die Ungleichheit auszugleichen
und sie ist weniger als halb so groß wie Helsa. Helsa war ja zunächst vorgesehen. Insofern ist dies ein deutlich kleinerer Angriff. Der Fall Eiterfeld, die Alternative wäre Burg Haun. Eiterfeld hat eine deutlich längere Landesgrenze zum Wahlkreis 11 als beispielsweise Burg Haun. Insofern ist dies auch sachlich und von den Fakten her begründet. Und dann der Fall Bergstraße. Wie man aus unserer Änderung gesehen hat oder sehen kann, geht es hier nicht darum, bestimmte Kommunen zu verlagern, sondern um die faktenorientierte Lösung des Problems. Und Großrohrraum wechselt nun einmal innerhalb der Kreisgrenze, und die 25-%-Grenze wird für die Bergstraße 1 und 2 und für Groß-Gerau gewährt. Der andere Vorwurf, dass die Staatsrechtler diesen Vorwurf kritisch begleitet hätten. Wir kennen alle die Sprüche über Juristen, drei Juristen, fünf Meinungen. Das war auch in dieser Anhörung so. Wir hatten Juristen, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben. Wir hatten aber auf der anderen Seite beispielsweise Professor Gerditz, der klar war, dass dieser ursprüngliche Entwurf bereits verfassungskonform war und die Anpassung für das Erfüllen einer positiven verfassungsrechtlichen Verpflichtung notwendig war. Dann ein weiterer Vorwurf, die Zahlen seien veraltet, meine Damen und Herren. Und die Zahlen der Kollege Bellino, Sie müssen dann aber langsam zum Schluss kommen. Ja, letzter Satz. Die Zahlen der Bundestagswahl könnten übernommen werden. Dies wurde klar widerlegt. Man kann eben nicht bei einem derartig wichtigen Ereignis wie einer Wahl händisch hin und her rechnen. Ich darf Ihnen noch eines, wenn Sie das immer noch kritisch im Kopf haben, mit auf den Weg geben. Die Zahlen, auf die wir jetzt zurückgreifen, gehen auf das Jahr 2015 zurück. Die Zahlen, mit denen wir die letzte und vorletzte Landtagswahl begleiteten, waren deutlich älter. Sie waren bis zu 10 Jahre älter. Insofern ist auch dieser Vorwurf in die Leere gehend. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist richtig, dass wir jetzt diese kleine Anpassung machen und dass wir uns in der nächsten Legislaturperiode erneut mit dieser Wahlkreisreform auseinandersetzen. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, vielen Dank, dass ich auch ein paar Sekunden mehr bekomme. Der Brief des Innenministers vom 25. April 2017 sagt klar im letzten Absatz aus, dass der Innenminister eine Neuordnung der Wahlkreise auf Basis dann aktueller Bevölkerungszahlen für die neue Wahlperiode anregt, weil zum 30. Juni 2016 sollten voraussichtlich dann Bevölkerungszahlen vorliegen. Also die Bevölkerungszahlen mit Stand 30. Juni sollten im Juli 2017 vorliegen. Also ein halbes Jahr später, Zahlen liegen immer noch nicht vor. Hier liegt ein Entwurf eines Landtagswahlgesetzes vor auf Basis von vor 2 Jahren, 31.12.2015. Das ist der erste Grund, den wir kritisieren. Der Innenminister sagt, das Statistische Landesamt kann nichts liefern. Wir haben, Herr Innenminister, bei mehreren Kommunen angerufen. Was wäre, wenn übermorgen der Landtag aufgelöst wird, Wählerverzeichnisse erstellt werden müssen? Überhaupt kein Problem. Über die Rechenzentren kriegen Sie die aktuellen Daten. Das heißt, Sie könnten alle 426 Kommunen abfragen. Mit Zustimmung der Kommunen könnte sogar das Land darauf zugreifen. Das heißt, wenn Sie ordentlich gearbeitet hätten, wenn Sie gewollt hätten, hätten wir aktuelle Zahlendaten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, was der Kollege Greiling Ihnen beim letzten Mal Greiling schon nachgewiesen hat bei den wahlberechtigten Auslandsdeutschen, gilt hier auch. Sie können das relativ schnell machen. Das wäre übrigens Ihr Job gewesen. Und deswegen, weil wir, was will die Opposition? Wir wollen dem Vorschlag des Innenministers folgen, weil eine Wahlkreisreform wird notwendig sein. Aufgrund dieser veralteten Datenbasis kommen Sie auch zu falschen Ergebnissen, weil wir weitere Abweichungen schon jetzt haben. Die Zuordnung der Gemeinde Niederdorfelden in den Wahlkreis 41 Hanau. Die Zahlen sind auch schon höher. Gerade im Ballungsraum in Hanau gibt es große Veränderungen. Deswegen müssen Sie nah an der Realität sein. Die Zahlen für Frankfurt haben sich gravierend verändert. Für Wiesbaden haben sich gravierend verändert. Und deswegen falsche, veraltete Datenbasis kommt zu falschen Ergebnissen hier bei der Landtagswahlzuordnung. Und meine Damen und Herren, Herr Kollege Bellino, Sie waren ja auch in der Anhörung. Das war ja rührend. Drei Juristen, fünf Meinungen. Die Juristen, die da waren, hatten alle eine Meinung, Herr Kollege Bellino. Die hatten alle eine Meinung und nicht fünf Meinungen. Herr Boddenberg, es geht um ein wichtiges Thema. Sie waren erstens nicht bei der Anhörung. Ich bin auch nicht sicher, ob Sie in dem Thema so drinstecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Und jetzt kommt ein Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf nach dem anderen. Und, Herr Innenminister Beuth, auch diese Rolle von Ihnen und Ihrem Ministerium werden wir zu überprüfen haben. Wir haben Möglichkeiten, das zu tun, weil ich bin ziemlich sicher, dass sowohl der Gesetzentwurf als auch sämtliche Änderungsanträge bis auf die Unterschrift der beiden Fraktionsvorsitzenden von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU alle aus Ihrem Haus stammen. Mit Ihrer Rolle werden wir uns an der Stelle noch einmal sehr deutlich auseinandersetzen, weil das geht nicht. Das geht nicht. Den Fraktionen und Parteien vor einem halben Jahr mitteilen, ihr könnt in Ruhe eure Listenaufstellung, die Wahlkreisnominierung machen und dann rumrudern. Weil, was Sie jetzt machen, ist der Versuch mit Begründung, was Sie vorher ja alles nicht gemacht haben, politisch darzulegen, warum Sie so entschieden haben. Bleiben wir bei der Zuordnung, das heißt nicht Niste, das ist die Gemeinde Nieste im Landkreis Kassel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die war in einem Entwurf, den der verehrte Herr Ministerpräsident Bouffier uns zugeleitet hat, war die Gemeinde Nieste nicht vorgesehen, sondern die Gemeinde Helsa. Und die Gemeinde Helsa, muss man wissen, deswegen bleibe ich bei dem Vorwurf, dass politische Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben, ist der Wohnort des CDU-Kreisvorsitzenden in Kassel. Kann Zufall sein oder nicht? Wir glauben nicht an Zufall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Gemeinde Alterfeld ähnlich. Im Übrigen bei Ihrem Änderungsantrag zu Artikel 1, Nummer 5 bis 7 ist auch wieder ein Fehler drin, sind weitere Fehler. Da wird einmal vom Wahlkreis 11 Rothenburg geredet. Ist wahrscheinlich aus Ihrer Sicht, bin ich jetzt wieder ein bisschen arg kleinlich, aber ich wollte Sie nur darauf hinweisen, weil das durchaus eine Rolle spielt, ob es der Wahlkreis 10 ist, ob es der Wahlkreis 11 ist, also auch da Fehler drin. Aber das können wir an der Stelle vernachlässigen. Nein, Sie wollen jetzt nachliefern und wollen das begründen, was Sie politisch entschieden haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Vorwurf Gerrymandering, den seriöse Juristen haben, ist damit nicht aus der Welt. Das gilt für die Gemeinde Alterfeld, das gilt für die Gemeinde Nieste und deswegen falsche Datenbasis. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann will ich mal sagen, Herr Dr. Arnold, ich habe es Ihnen ja die Woche angekündigt. Herr Dr. Arnold hat am 22. November in der Fuldaer Zeitung angekündigt, befürworte ich die Aufteilung meines Wahlkreises nicht. Umgangssprachlich heißt, er stimmt keiner Änderung zu. Ein Tag später, am 23. November, sagt der gleiche Dr. Arnold, natürlich stimme ich dem Gesetzentwurf vor. Jetzt könnte ich sagen, das ist widersprüchlich. Ich könnte auch sagen, na ja, das ist Täuschung der Wählerinnen und Wähler. Und damit auch die Wählerinnen und Wähler in Fulda wissen, wie Dr. Arnold abstimmt, machen wir, beantragen wir die namentliche Abstimmung zu diesem Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Der ist rechtlich fragwürdig. Wir lassen uns jetzt die Zeit, das rechtlich zu würdigen. Wir werden die Rolle des Innenministers würdigen. Das war ein Paradebeispiel für schlechtes parlamentarisches Arbeiten dieser Landesregierung, dieses Innenministers, dieser Koalitionsfraktionen. Und was Schlechtes wird von uns abgelehnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Sie hatten auch 33 Sekunden zusätzlich. Haben wir Ihnen großzügigerweise zugestanden. Nächster Redner ist der Kollege Greilich. Wolfgang Greilich, bitte, lass das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war der ehemalige Vizekanzler und Genosse Franz Müntefering, der gesagt hat, Opposition ist Mist. Es gibt viele Momente, in denen man ihm beipflichten möchte. Das kann ich ohne Weiteres sagen, nachdem ich beides ausprobiert habe. Doch am Landtagswahlgesetz kann man sehen, dass Opposition auch das Bohren dicker Bretter ist und dass es zum Erfolg führen kann. Kollege Bellino hat es ja eingeräumt. Wir haben den Anfang gesetzt, indem wir dem Innenminister bei seiner falschen Rechtsauffassung widersprochen haben, man könne mit der Reform des Landtagswahlgesetzes noch bis zur nächsten Wahlperiode warten und einfach einmal auf verfassungswidriger Grundlage wählen lassen. Unstreitig verstößt das Landtagswahlgesetz gegen die Toleranzgrenze von 25% und damit gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Und der mit heiser Nadel dann gestrickte Gesetzentwurf wies so viele gravierende Mängel auf, dass zu befürchten war, dass Sie den einen verfassungswidrigen Zustand durch einen anderen verfassungswidrigen Zustand ersetzen würden. Das wurde in der Anhörung von allen Sachverständigen, in der Tat von allen, sehr deutlich ausgeführt. Wir haben es in den Ausschusssitzungen noch mehrfach erläutert, dass Sie mit dem zunächst vorgelegten Entwurf diverse
Wahlanfechtungsgründe schaffen würden. So wurde die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Wahlkreise nicht im Gesetz verankert. Die abstrakten Kriterien für die Neuzuschnitte wurden nicht aufgeführt. Die konkreten Neuzuteilungen haben Sie nicht im Einzelfall begründet, und Sie sahen auch kein Bedürfnis für die Einsetzung einer Wahlkreiskommission. Jetzt haben wir zweimal diesen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium, eingebracht von den Koalitionsfraktionen, nachgebessert bekommen, zweimal nachgebessert, sodass genau die eben aufgeführten Punkte jetzt erledigt sind. Wir haben nebenbei auch noch aufgenommen, in der Tat, es ist nicht Sache des Landtagspräsidenten, auch wenn er von uns allen noch so sehr geschätzt wird, sich Abgeordnete auszusuchen für so eine Wahlkreiskommission, sondern die sollten doch von den Fraktionen benannt werden. Auch das haben Sie aufgenommen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Es bleiben dann immer noch ein paar Mängel. Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen, insbesondere die Datenbasis, die Sie grob fahrlässig aus meiner Sicht gewählt haben, die veraltet ist und wo es ohne Weiteres möglich gewesen wäre, mit wenig Aufwand eine konkretere Datenbasis zu schaffen. Das haben Sie nicht getan. Und insgesamt zeigt dieser Vorgang wieder einmal einen Umgang mit der Opposition, wie er bei einem für einen demokratischen Rechtsstaat so elementaren Thema schlicht unwürdig ist. Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, Wahlrecht ist kein Mittel zum Machterhalt, sondern es hat demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen zu genügen. Insgesamt ist das Vorgehen, das wir hier erlebt haben, typisch für diese Koalition, typisch für diese Landesregierung, auch typisch, das muss ich leider sagen, für das, was der Innenminister uns an Gesetzesvorlagen liefert und wie er mit solchen Themen umgeht. Ich mache ja nebenbei auch noch Bildungspolitik in diesem Hause. Deswegen denke ich immer oft an Schulen und an Situationen in Schulen. Und hatte gestern gerade wieder ein Gespräch mit einem Lehrervertreter, der mir schilderte, welche Probleme man so konkret in den Schulen hat, insbesondere mit Schülern, die immer wieder verschlafen und es nicht lernen, dass man pünktlich aufstehen muss, dass man rechtzeitig anfangen muss. Ich fühle mich hier so ein bisschen an die Situation im Bereich des Innenministeriums erinnert. Erst muss geweckt werden. Das Wecken übernimmt die Opposition in diesem Hause. Dann, mühsam aus dem Bett gequält, macht man einen ersten Anlauf. Dieser erste Anlauf in der Anhörung zerrissen. Note in der Schule wäre gewesen ungenügend. Dann nimmt man einen zweiten Anlauf. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Anlauf, wie Sie selbst gemerkt haben in den Ausschussberaten. Das hat nicht gereicht. Das war, wie man in der Schule sagt, mangelhaft. Jetzt haben Sie einen dritten Anlauf genommen. Das finde ich erfreulich. Sie haben es jetzt immerhin so weit geschafft. Als Lehrer soll man ja loben. Es war gerade noch ausreichend. Es reicht gerade noch, um über den nächsten Wahltermin zu kommen. Meine Damen und Herren, solchen Murks allerdings, den müssen Sie alleine verantworten. Deswegen werden wir uns bei der Gesetzesvorlage enthalten. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben diesen Themenkomplex ja hier im Hause schon rauf und runter diskutiert, die dritte Lesung. Aber, Herr Kollege Greilich, ich will das vielleicht doch noch einmal in Erinnerung rufen, wenn Sie hier vorne, ich finde manchmal okay, in einer Art und Weise, was die Mitarbeiter von Ministerien angeht, hier auftreten. Vielleicht sollten Sie Ursache, vielleicht sollten Sie Ursache und Wirkung nicht vergessen. Der Kollege Bellino hat das, glaube ich, hier auch schon vorgetragen. Es war ja so, dass das Innenministerium und auch der Innenminister gesagt hat, das ist zwar alles eng, aber wir kommen damit in der nächsten Landtagswahl noch einmal rum. Das werden wir so lassen. Und wir schlagen vor, in der nächsten Wahlperiode dann eine Wahlkreiskommission einzurichten, überparteilich, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt und die dann Vorschläge für eine Neugestaltung der Wahlkreise macht. Sie haben dann
den Innenminister angeschrieben und haben dann darauf hingewiesen, dass Sie der Auffassung sind, dass das alles rechtswidrig ist und dass das alles hoch, verfassungsrechtlich hochbedenklich ist und dass Sie darauf dringen werden und darauf dringen werden, dass sich da etwas ändert. Der Kollege Bellino hat Ihnen den nötigen Brief und den Absatz dazu ja vorgelesen. Von daher finde ich, erst sozusagen erst rumlaufen und den Busch anzünden und dann nachher zu sagen, oder brennt ein Busch, das ist nicht irgendwie ein richtig gutes Vorgehen, Herr Kollege Greilich, finde ich auf jeden Fall. Zweiter Punkt. Natürlich kann ich verstehen, und es ist ja das eine oder andere auch gesagt worden, wie jetzt hier der zweite Änderungsantrag auch kommt. Natürlich gibt es schlüssigere Gesetzgebungsverfahren als dieses, aber wir haben es mit einer sehr komplexen Materie zu tun. Ich kann auch verstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die von den Änderungen der Wahlkreise betroffen sind, ganz besonders auf die Änderungen schauen und für sie das natürlich auch eine persönliche Betroffenheit ausmacht, insbesondere wenn sich ihr Wahlkreis da ändert. Das gilt insbesondere für den Bereich Hersfeld, es geht aber auch für den Bereich Kassel-Nieste und Werra-Meißner-Kreis. Von daher habe ich da Verständnis für. Aber am Ende muss man eine Lösung finden. Und wir haben es ja in der Anhörung gehört, wenn wir noch 10 andere Kommunen eingeladen hätten, hätten die jedes Mal auch erklärt, warum es gerade bei Ihnen nicht geht, und hätten aber auch keinen Vorschlag gemacht, wie es denn anders gehen soll. Da sind wir im Übrigen. Da sind wir im Übrigen bei Vorschlägen. Weil das war, glaube ich, das Angebot der Koalitionsfraktionen in diesem Hause gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen einen Vorschlag. Wir bitten aber darum, wenn ihr andere Vorschläge habt, die das gleiche Ergebnis bringen, was die Frage der 25%-Abweichung angeht, wenn Sie andere Vorschläge haben, sind wir für andere Vorschläge offen. Wir diskutieren die offen und werden dann Änderungen herbeiführen. Es liegt von Ihrer Seite kein einziger Änderungsvorschlag in der Sache vor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das muss man dann vielleicht auch noch einmal erwähnen. Und dass man bei der Gemeinde Nieste, vielleicht machen wir mit dem Kollegen Bellino noch einmal Nordhessenabend und erklären ihm so Aussprachevarianten, können auch Orle Wurst und noch andere Leckereien aus dem Nordhessischen mitbringen, finde ich. Der Kollege Warnecke klatscht dazu. Nieste. Natürlich kann man darüber streiten, ob die Gemeinde jetzt Nieste oder Helsa ist. Wenn nun die Kolleginnen der Opposition meinen, dass es Helsa ist, dann hätte ich den Vorschlag hier ins Hause eingebracht, dass es Helsa sein soll. Aber noch einmal, es ist in dieser Sache von Ihrer Seite nichts vorgelegt worden. Zum Schluss noch eine Bemerkung, die ich finde, immer noch nicht beantwortet ist. Es gibt ja immer, wenn es um Nieste geht, gibt es ja sozusagen das Zitat, wie sich der Bürgermeister der Gemeinde Nieste, SPD, verhalten hat. Der hat in der Anhörung vorgeschlagen, wir machen das ganz einfach. Wir schlagen einen Teil des jetzigen Wahlkreises Werra-Meißner, schlagen wir das lösen wir so, dass wir da im Werra-Meißner-Kreis einen Wahlkreis auflösen. Das ist ein Vorschlag, der da gemacht worden ist. Der Kollege Gremmels hat das, glaube ich, übrigens öffentlich auch kommentiert in der Sache. Ist es wirklich der Vorschlag der Sozialdemokraten, dass wir einen Wahlkreis im Landkreis Werra-Meißner auflösen? Sollen wir einen Wahlkreis im Werra-Meißner-Kreis auflösen? Das müssten Sie vielleicht einmal beantworten, bevor Sie hier vorne immer nur in Richtung anderer argumentieren. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass wir jetzt eine Lösung auch gefunden haben, was die Besetzung der Kommission angeht. Noch einmal klar ist, dass die Fraktionen natürlich diejenigen benennen sollen, die an dieser Neugestaltung der Wahlkreise teilnehmen. Es war ein bisschen holprig, wirklich. Es gibt schönere Gesetzgebungsverfahren. Also, wir werden damit nicht den Schönheitspreis gewinnen, aber ich glaube, dass wir uns dann mit aller Kraft für die nächste Wahlperiode daran machen sollten, die Wahlkreise in Hessen neu zu gestalten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu den einzelnen Punkten haben ja meine Vorredner schon einiges ausgeführt. Deswegen will ich da durchaus grundsätzlich bleiben, weil es auch um eine Grundsatzfrage geht, finde ich.
Herr Innenminister Beuth und die Fraktion von CDU und GRÜNEN verursachen mit diesem Gesetz nach wie vor unserer Meinung nach das größtmögliche Chaos zur Landtagswahl 2018. Aber dies wollen Sie selbst nach der Anhörung der Experten der Betroffenen im Innenausschuss nicht einsehen, die Sie ja zu Änderungen gezwungen hat. Und die letzte Änderung, zu der Sie gezwungen wurden, an Ihrem eigenen Gesetzentwurf, die kam, die haben wir gestern auf den Tisch bekommen. Auf die beziehen Sie sich auch. Also, das parlamentarische Verfahren an dieser Stelle will ich mal völlig außer Acht lassen, weil das ist auch außer Acht gelassen worden, letztendlich, was diese Sache angeht. Nicht einmal ein Jahr vor der Landtagswahl drücken Sie also alle Warnungen und die massiven Widerstände vor Ort zum Trotz in einem umstrittenen, wenn nicht gar verfassungswidrigen Landtagswahlgesetz hier durch den Landtag durch. Ich will es noch einmal deutlich machen, was eigentlich Konsens sein müsste in so einer Frage. Eigentlich hätte man zu Beginn dieser Wahlperiode über einen notwendigen Neuzuschnitt der Wahlkreise diskutieren müssen. Stattdessen, und ich zitiere das Schreiben des Innenministers vom 25. April 2017 an die Fraktionen des Hauses, und da steht hier im Schlusssatz, ist das alles aufgelistet, ich rege vor diesem Hintergrund an, eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf der Basis der nach aktuell vorliegenden Bevölkerungszahlen in der neuen Wahlperiode anzugehen. Also, zu diesem Zeitpunkt hatte man überhaupt noch kein Problembewusstsein im Innenministerium dazu, ja, in der neuen Wahlperiode anzugehen. Und dann musste man feststellen, man muss doch eiligst etwas machen. Eigentlich müsste ein Wahlgesetz im größtmöglichen Konsens aller Fraktionen und mit den betroffenen Gemeinden und Bürgern vor Ort beraten und beschlossen werden. Und dafür braucht man einfach Zeit, meine Damen und Herren. Und eigentlich müsste spätestens ein Jahr vor der Wahl, mindestens ein Jahr vor der Wahl, die Rechtsgrundlage klar sein. Denn vor Ort sind die Diskussionen und Aufstellungen zur Wahl ja längst im Gange, parteiintern und teilweise auch darüber hinaus. Wie sollen sich die betroffenen Gemeinden, frage ich, noch am politischen Prozess beteiligen, wenn sie nur per Gesetz von oben kurzfristig in einen neuen Wahlkreis verfrachtet werden, zu dem sie wenig regionalen Bezug haben? Die Betroffenen und alle Fraktionen frühzeitig in einen geordneten Änderungsprozess einzubeziehen, haben Sie aber, Herr Minister Beuth, schlicht verpennt. In der Anhörung wurde mehr als deutlich, und das ist ja auch schon angesprochen worden, wie groß der Ärger aller betroffenen Bürgermeister, wie Bürgerinnen und Bürger ist. Namhafte Rechtsgutachter sagten Ihnen im Vorfeld, und das habe ich noch sehr gut im Ohr, Herr Bellino, dass das vorliegende Gesetz wohl verfassungswidrig sei. Ich kann nur sagen, ja, auch weil keine Begründung bisher da war bis gestern, was die Wahlkreisänderungen sozusagen inhaltlich, wie die inhaltlich zu sehen sind, sondern eine reine Statistikbegründung. Ich kann Ihnen nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Beuth. Wir haben nach der Beschlussfassung ab heute, meiner Einschätzung nach, weder mit dem alten Gesetz, das ist ja außer, tritt ja dann außer Kraft, noch mit dem neuen Gesetz eine rechtssichere Grundlage für die Landtagswahlen 2018. Es ist ziemlich sicher, dass es deshalb Klagen vor wie nach der Landtagswahl geben wird. Und das ist in Ihrer Verantwortung. Und da bleibt es auch. Eigentlich ist es fast überflüssig zu erwähnen, dass Ihr bisherige Änderungsanträge die Sache eher noch verschlimmbessern. Eine einzige Gemeinde, nämlich ein im Wahlkreis des innenpolitischen Sprechers der CDU, geben Sie nach und verschieben Sie dorthin, wo Sie es wünscht. Bei den anderen tun Sie das nicht, Herr Bauer, interessanterweise. Sie liefern gestern, wie schon erwähnt, auf den letzten Drücker endlich eine inhaltliche Begründung, warum bei der einen so und bei der anderen so entschieden wird, weil der bloße statistische Hinweis auf die prozentualen Veränderungen der Wählerschaft noch dazu auf der Basis von veralteten Zahlen von 2015 nicht ausreicht. Alles bleibt weiterhin Stückwerk, Herr Bauer. Alles bleibt weiterhin Stückwerk. Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss.
Und ich muss wirklich sagen, dieses Landtagswahlgesetz ist ein neuer Tiefpunkt in der politischen Unkultur Hessens, verursacht durch die schwarz-grüne Landesregierung. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung unterstützt weiterhin den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und den dazu eingebrachten Änderungsantrag in seiner aktuellen Ihnen vorliegenden Form. Gesetzentwurf und Anträge wurden während des parlamentarischen Verfahrens und heute Morgen erneut kritisiert. Zu Unrecht, wie ich glaube. Ich will im Rahmen der abschließenden Lesung des Gesetzentwurfs noch einmal versuchen, auf die Kernpunkte der Kritik einzugehen. Generell wurde während des gesamten Verfahrens der Vorwurf erhoben, die Koalitionsfraktionen würden ihre Mehrheit nutzen, um ihre Vorstellung einer Wahlkreiseinteilung ohne Rücksicht auf Kritik durchzusetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Es wurde zu dem ursprünglichen Gesetzentwurf ein Änderungsantrag gestellt, in dem Sie sehen können, dass sachgerechte Vorschläge für Wahlkreisänderungen auch aufgegriffen werden. Auf den Änderungsantrag will ich kurz eingehen. Die Gemeinde Groß-Rohrheim soll abweichend vom ursprünglichen Gesetzentwurf im Landkreis Bergstraße verbleiben und in den Wahlkreis 55 Bergstraße 2 verlagert werden. Dieser Vorschlag ist vernünftig, da er das wesentliche Ziel der Novelle, die Einhaltung der 25-%-Schwelle in allen Wahlkreisen berücksichtigt und Landkreisgrenzen eingehalten werden. Dies ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, dass aufgrund eines konstruktiven Vorschlages die Ziele des Gesetzentwurfs besser als bisher umgesetzt werden können. Damit der Hessische Landtag bei der nächsten Wahlkreisreform auf einer konstruktiven Basis seine Beratungen beginnen kann, wollen wir eine Wahlkreiskommission einsetzen. Diese soll zukünftig dem Hessischen Landtag nach dem Vorbild des Bundes und anderer Bundesländer Vorschläge für eine Wahlkreisreform machen. Auch dieser Vorschlag wurde von der Opposition sofort kritisiert. Es wurde befürchtet, dass durch die Auswahl der Abgeordneten durch den Präsidenten des Hessischen Landtags parteipolitisch Einfluss auf die Arbeit der Kommission ausgeübt werden könne. Wir sollten bei dieser Diskussion nicht vergessen, dass der Präsident des Hessischen Landtags ein Verfassungsorgan ist. Er wird von dem Landtag gewählt und übt seine Befugnisse innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmens aus. Schon jetzt sind ihm im Landtagswahlrecht Aufgaben im Hinblick auf die Abgeordneten übertragen. Es ist aus meiner Sicht sachgerecht, dass er die Mitglieder der Kommission benennt. Eine Diskussion darüber, dass er dieses Amt missbrauchen würde, um eine Wahlkreiskommission unsachgemäß zu besetzen, beschädigte meiner Einschätzung nach nur dieses Amt. Ich bin sicher, dass jede Präsidentin und jeder Präsident dieses Hauses bei seiner Auswahl die Vorschläge der Parteien berücksichtigen und eine Entscheidung treffen wird, die eine sachliche und zweckgerichtete Arbeit der Kommission gewährleistet. Um Ihnen, meine Damen und Herren, von den Oppositionsfraktionen entgegenzukommen, also um Ihre Vorschläge, am Ende Ihre Kritik mit aufzugreifen, haben die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU im heute vorgelegten Änderungsantrag vorgesehen, dass der Präsident die Abgeordnetenmitglieder in der Wahlkreiskommission auf Vorschlag der Fraktionen beruft. Das soll jetzt ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen werden. Bei dieser Diskussion sollten wir auch nicht vergessen, dass die Kommission nur Vorschläge unterbreiten soll. Letztlich entscheiden kann nur der Hessische Landtag selbst. Einen weiteren Gesichtspunkt möchte ich an dieser Stelle ebenfalls noch hervorheben. Durch die Einsetzung einer Wahlkreiskommission stellen wir sicher, dass in jeder Legislaturperiode der Landtag über die Bevölkerungsentwicklung informiert und ihm gleichzeitig Vorschläge für die möglichen Änderungen der Wahlkreise unterbreitet werden. Ich darf auch noch einmal auf ein Thema eingehen, welches uns seit Beginn der parlamentarischen Debatte begleitet. Die Frage, auf welche Zahlen bei einer Neueinteilung abgestellt werden muss, beschäftigt uns seit der ersten Lesung. In der zweiten Lesung hat der Abg. Greilich publikumswirksam mit einem Zettel gewedelt, der die Zahlen der Auslandsdeutschen enthält. Ja, der Bundeswahlleiter hat der FDP-Fraktion die Zahl der Auslandsdeutschen mitgeteilt, dieses aber ausschließlich auf der Basis der Bundestagswahlkreise. Der Informationswert der Zahl der Auslandsdeutschen auf Basis der Bundestagswahlkreise für unsere Diskussion ist allerdings gleich null. Nur zur Erinnerung, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahre 2012
Eine Berücksichtigung von Nichtwahlberechtigten, es ging in der Entscheidung um Jugendliche, bei der Wahlkreiseinteilung für zulässig erachtet, solange sich deren Anteil an der deutschen Bevölkerung regional nur unerheblich unterscheidet. Um zu prüfen, ob es regionale Unterschiede in der Verteilung der Auslandsdeutschen gibt, müssten die Zahlen auf Gemeindeebene vorliegen und auf die Landtagswahlkreise umgerechnet werden. Die Zahlen der Auslandsdeutschen liegen aber auch beim Bundeswahlleiter nicht auf Gemeindeebene vor. In der Sache sind wir damit kein Stück weiter. Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen hat sich entschieden, als Grundlage für die Vorschläge die amtliche Bevölkerungsstatistik heranzuziehen. Dies entspricht auch der Praxis der bisherigen Wahlkreiseinteilung. Bei der letzten Novellierung der Landtagswahlkreise im Jahr 2005 wurde ebenfalls die vom Statistischen Landesamt festgestellten Bevölkerungszahlen, also die amtliche Bevölkerungsstatistik, als Bemessungsgrundlage gewählt. Zuletzt lassen Sie mich noch auf einen Gesichtspunkt eingehen, der ebenfalls seit Beginn der Debatte kritisiert wird. Seit Beginn des Verfahrens wird Kritik an den konkreten Vorschlägen der Koalitionsfraktionen für die Wahlkreiseinteilung geübt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dass die rein rechnerische Angleichung der Wahlkreisgrößen an den Durchschnittswahlkreis verfassungsrechtlich im Vordergrund der Novelle steht. Das Verfassungsrecht fordert an erster Stelle einen möglichst gleichen Erfolgswert der Wählerstimmen und Chancengleichheit der Bewerber und Parteien. Alle sonstigen Kriterien, die nach der Rechtsprechung berücksichtigt werden dürfen und in dem vorliegenden Gesetzentwurf genannt werden, sind nur ergänzender Art und dürfen den zahlenmäßigen Vergleich nicht grundsätzlich infrage stellen. Das hat Auswirkungen auf die Begründungspflicht des Gesetzgebers. In erster Linie muss er in der Begründung seine überprüfbaren Berechnungsgrundlagen darstellen. An weitere Begründungen stellt das Verfassungsgericht keine vertieften Anforderungen. Die Forderung nach einer darüber hinausgehenden Transparenz einer gesetzgeberischen Abwägung geht zu weit. Die letzte Wahlkreisnovelle im Jahr 2005 hat die Einzelbegründungen zu den Wahlkreisänderungen auf die Darstellung der zahlenmäßigen Abweichungen vom Durchschnittswahlkreis und der dazu getroffenen Veränderungen reduziert. Es lohnt sich, auch ein Blick auf den Bund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch der letzte Gesetzentwurf zur Neueinteilung des Bundestagswahlkreise beschränkt sich in der Einzelbegründung genau auf diese Angaben. Mehr zu fordern für die hessischen Wahlkreise ist nicht geboten. Trotzdem haben die Regierungsfraktionen in aus meiner Sicht sehr konstruktiver Weise auf ihre Kritik reagiert und mit dem überarbeiteten Änderungsantrag detaillierte und nachvollziehbare Begründungen für die einzelnen Neuzuschnitte gegeben. Der Gesetzentwurf will erklärtermaßen bei der Wahlkreiseinteilung möglichst die Landkreisgrenzen einhalten und gewährleisten, dass jeder Wahlkreis ein in sich zusammenhängendes Gebiet bildet. Deshalb finden die Verschiebungen überwiegend innerhalb der Landkreisgrenzen statt. Das gilt für Lichtenberg in Waldeck-Frankenberg, für Ludwigsau in Hersfeld-Rotenburg, für Fernwald in Gießen und Heidenroth im Rheingau-Taunus-Kreis. Anders ist das bei der Gemeinde Nieste aus dem Landkreis Kassel mit etwa 1.500 Wahlberechtigten, weil der Wahlkreis 9 den nördlichen Werra-Meißner-Kreis umfasst. Das wäre aber bei den Gemeinden Kaufungen und Helsa aus dem Landkreis Kassel nicht anders gewesen. Mit der Verlagerung von Nieste bleibt der Gesetzentwurf seiner Vorstellung des geringstmöglichen Eingriffs treu. Denn hier sind die wenigsten Wahlberechtigten betroffen. Ich halte das für einen nachvollziehbaren Ansatz. Auch die Gemeinden Laubach und Eiterfeld sollen künftig Wahlkreisen zugehören, deren Wahlkreisgrenzen andere Landkreise umfassen. Das ist leider wohl unvermeidbar, denn hier zeigt sich, was auch bei einer möglichen breiter angelegten Wahlkreiseinteilung in der nächsten Legislaturperiode allgemeines Phänomen sein würde. Die Verschiebung hessischer Gemeinden nach Norden und Osten, die demografische Situation schlägt naturgemäß auf die Wahlkreiseinteilung durch. Es macht seit Jahren vielfältige landespolitische Bemühungen zur Gegensteuerung oder zum Ausgleich zum ländlichen Raum hin erforderlich. Bei der Wahlkreiseinteilung sind solche gegensteuernden Maßnahmen nicht zulässig. Die Wahlkreiseinteilung vollzieht die Entwicklung lediglich nach. Die Vergrößerung östlicher und nördlicher Wahlkreise ist deshalb bei dieser und bei kommenden Wahlkreisneueinteilungen unausweichlich. Das ist der Grund für die Verschiebung der Gemeinden Laubach und Eiterfeld, auch wenn dadurch
Kreis- und Wahlkreiszugehörigkeit auseinanderfällt. In diesem Sinne bitte ich, den Gesetzentwurf heute zu verabschieden. Vielen Dank. Danke, Herr Minister. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gründlichkeit geht tatsächlich auch vor Schnelligkeit. Wenn es eines Beleges bedurft hätte, gilt das für diesen Gesetzentwurf. Er gilt auch für den nächsten Tagesordnungspunkt. Er gilt auch für das Verfassungsschutzgesetz, wo Sie ein Gesetz einbringen und schon sofort einen Änderungsantrag nachschieben müssen, weil die öffentliche Kritik verheerend war. Soviel zu dem Thema, Herr Innenminister. Sie arbeiten seriös, Sie arbeiten gründlich und Sie arbeiten sorgfältig. Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weil der Abg. Frömmrich es gestern bereits getan hat, heute wieder. Wenn wir Kritik an einem Fraktionsgesetz üben, üben wir Kritik an den dafür Verantwortlichen, auch dem Minister, der ja zugibt, dass er Ihnen zuarbeitet. Ich sage ja fast zu 99,9 %. Und deswegen können Sie sich dieses eher dümmliche Argument sparen, wir würden die Mitarbeiter beschimpfen, sondern wir legen Wert darauf, dass die Verantwortung bei den politisch Verantwortlichen liegt, nicht bei den Mitarbeitern. Und deswegen hören Sie auf mit diesen Argumentationsschienen. Weil die müssen im Zweifel auf Anweisung arbeiten, und deswegen ist das ein Versuch von Nebelkerzen. Herr Innenminister, Sie haben eben fast wortwörtlich abgelesen, weil Sie das ja für möglicherweise gerichtliche Auseinandersetzungen dann machen wollen. Sie haben nichts dazu gesagt, weil Sie und Herr Frömmrich sagen, Alternativen der Opposition. Ja, wir werden in der nächsten Wahlperiode eine große Wahlkreisreform machen. Und wenn Sie das jetzt heute so verabschieden, kann es Kommunen passieren, dass Sie in der nächsten Wahlperiode noch einmal einen anderen Wahlkreis zugeordnet werden, weil wir gravierende Veränderungen haben werden. Das haben wir von Anfang an der Debatte gesagt, dass wir möglicherweise Landkreisgrenzen werden nicht einhalten können. Aber auf einem Datenmaterial, meine Damen und Herren, auf einem Datenmaterial, was möglichst nah an der Realität ist, das ist doch der entscheidende Punkt. Und bei der Anhörung, ich war ziemlich entsetzt über die Präsidentin des Statistischen Landesamtes und ihre Aussagen. Wir schreiben heute den 15. Dezember 2017. Und diese Landesregierung ist augenscheinlich nicht in der Lage, aktuelles Datenmaterial zu geben. Noch einmal, Herr Innenminister, rufen Sie bei Einwohnermeldeämtern von Städten und Gemeinden an, fragen Sie nach, ob Sie aktuelles Datenmaterial bekommen. Ja, das geht per Knopfdruck. Ja, das ist möglich. Und Sie hätten für den Zeitpunkt, was weiß ich, 31.10., 30.09. diesen Jahres aktuelle Zahlen gehabt. Da hätten Sie feststellen können, dass wir Veränderungen haben, die über 25 % Abweichung hinausgehen. Für Niederdorf-Helden als ein Beispiel im Wahlkreis 41. Und deswegen, das ist der falsche Ansatz, Ihr Gesetzentwurf. Ihr Gesetzentwurf. Fünf Juristen, drei Meinungen, Herr Bellino, das hätten Sie gern. Das hätten Sie gern. So etwas haben wir selten erlebt. Das haben wir selten erlebt. Und dass ich Juristen auch noch verteidige hier vorne, ist ja auch noch selten. Also, was macht man nicht alles? Aber, meine Damen und Herren, zum Ernst der Sache zurück. Das ist das zweite Mal. Wir haben bereits im Jahr 2005 eine Wahlkreisreform gehabt. Damals war sie nur bezogen auf Wiesbaden, Frankfurt, den Wetteraukreis. Jetzt ist sie einen Schritt weiter, und die nächste wird noch größer. Und da müssen Sie da auch ein Anhörungsverfahren entwickeln, ein Beteiligungsverfahren, wo die Kommunen, wo die Bürger vor Ort den Eindruck haben, sie werden mitgenommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht von oben verordnet. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Wenn Sie uns, und das ist übrigens ein schwerer Vertrauensbruch gegenüber den Fraktionen und Parteien dieses Landtages, weil da wurden Terminierungen vorgenommen im Verlass darauf, dass die jetzige Einteilung für diese Wahlperiode, für die nächste noch gilt, und dann gibt es einen großen Änderungsbedarf. Sie haben gegenüber den Fraktionen und Parteien einen Vertrauensbruch begangen, weil Sie haben jetzt den Fraktionen zugearbeitet und machen genau einen gegenteiligen Vorschlag. Was hat Sie denn dazu bewogen? Doch nicht ernsthaft einen Brief der FDP. Da lacht ja selbst die FDP drüber, als wenn Sie auf einen Brief der FDP jemals in der Opposition sachgerecht argumentiert hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das nimmt Ihnen doch keiner ab. Das reicht. Die Argumentation, Herr Kollege Bellino, reicht von den mir sehr geschätzten Ortsvereinsvorstand, bei Ihnen heißt es ja Ortsvorstand in Neuansbach vielleicht, aber lassen Sie das beiseite für dieses Auditorium, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, nein, es bleibt der. Es,
Genau, ist in Ordnung. Sehen Sie. Und was Sie vorgetragen haben, bleibt dabei. Sie haben eine politische Begründung geliefert. Die beiden markanten Punkte bleiben. Die Zuordnung von Nieste statt Helsa können Sie nicht glaubwürdig belegen, zumal der Ministerpräsident einen anderen Vorschlag gemacht hat. Eiderfeld bleibt umstritten. Auch das können Sie nicht darlegen. Und deswegen, meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist mit heiser Nadel gestrickt. Wir werden das rechtlich prüfen, das ist das eine. Und wir werden insbesondere auch die Rolle des Innenministers zu prüfen haben. Dazu wissen Sie, gibt es Wege und Möglichkeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Es ist unsere Aufgabe als Parlament, die Kriterien festzulegen, unter welchen Voraussetzungen eine entsprechende Landtagswahl Abgeordnete legitimiert, hier die hessische Bevölkerung im Hessischen Landtag zu vertreten. Das ist die Aufgabe eines Parlaments, ein Gesetz zu verfassen, unter welchen Kriterien hier unter Gleichheitsgrundsätzen eine Wahl abläuft. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht gewesen, dass wir die entsprechenden aktuellen Gegebenheiten aufgreifen, um ein rechtssicheres Gesetz vorzulegen, weil die entsprechenden Experten in den Anhörungen ja eins zum Ausdruck gebracht haben. Sie sagen, die Rechtssicherheit ist darauf begründet, dass es zu große Abweichungen gibt. Und die Rechtsexperten, die Sie zu Rate ziehen, da müssen wir schon mal ehrlicherweise sagen, Sie zitieren immer nur die zwei, die anwesend waren in der Sitzung. Aber Sie haben ja auch eine Stellungnahme von einem dritten Rechtsexperten gehabt, der seine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat. Und der sagt ganz klar, ich darf ihn zitieren, Professor Klaus Gerditz. Er war nämlich anderer Meinung. Er hält den Entwurf für verfassungskonform und die Anpassung für das Erfüllen einer positiven verfassungsrechtlichen Verpflichtung. Er sagt, Zitat, ohne eine Anpassung wäre die nächste Landtagswahl möglicherweise mit einem Fehler behaftet, deren die Stabilität der Wahl gefährden könnte. Zitat Ende. Und deshalb machen wir diese Landtagswahländerung, diese Wahlkreisänderung. Und was Sie hier fordern, ist die entsprechende Aktualität der Zahlen. Da muss man mal ehrlicherweise sagen, wenn wir andere Zahlen heranziehen würden, dann sind das selbstgerechnete, zusammengerechnete Zahlen, die in keinem anderen Landtagswahlgesetz als Grundlage herangezogen werden. Alle Landtagswahlgesetze beziehen sich auf amtliche statistische Daten. Und wir haben das in der Vergangenheit auch so praktiziert. Und ich kann nicht verstehen, warum man hier jetzt einen anderen Popanz aufbaut, zumal wir auch detailliert nachgefragt haben, gibt es denn andere amtliche Zahlen? Und da war die Antwort eindeutig. Und wenn Sie schon die Experten in der Anhörung als Kronzeugen heranziehen, dann müssen Sie auch einmal hören, was die Präsidentin des Statistischen Landesamtes gesagt hat. Sie wurde nämlich explizit gefragt, darf man denn aus Wählerverzeichnissen oder auf anderem Wege die Wahlberechtigten ermitteln? Und dann sagt sie, die zweite Frage, ich darf zitieren aus dem Protokoll auf der Seite 27, die Frage war, ob man aus dem Wählerverzeichnis oder auf anderem Wege die Zahl der Wahlberechtigten für die Bundestagswahl ermitteln kann. Das ist kein Geheimnis. Die Zahl ist da, sie steht im Internet. Aber das hat jetzt nichts mit Statistik zu tun. Deshalb verstehe ich den Vorwurf an die Statistik nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie deckungsgleich sind. Das ist die Antwort der Statistikerin. Ich darf weiter zitieren. Es kann nicht deckungsgleich sein, weil die rechtliche Grundlage andere Merkmale enthält. Was wollen Sie denn hier für statistische Zahlen heranziehen, meine Damen und Herren? Das ist doch unseriös. Wir müssen ein Gesetz vorlegen, das Hand und Fuß hat, meine Damen und Herren. Herr Bauer, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Greilich zu? Der kann sich noch einmal melden. Ich denke, man darf das deutlich machen. Wir machen einen minimalinvasiven Eingriff. Der Begriff ist nicht von mir gekommen, aber ich denke, wir haben deutlich gemacht, wir wollen die geringstmöglichen Änderungen, um die Kontinuitätsgedanken in den Vordergrund zu spielen. Und die Anzuhörenden haben alle gesagt, das Problem ist die 25% Abweichgrenze. Sie wollen niedrigere Grenzen haben. Das ist der Grund, warum Sie sagen, das Ganze sei nicht verfassungsrechtlich einwandfrei. Aber was ist die Konsequenz bei einer niedrigen Abweichungsgrenze? Wir haben viel mehr Änderungsbedarf, als wir das jetzt haben. Wir machen mit unserem Gesetzentwurf das, was notwendig ist und das, was auch sinnvoll ist, meine Damen und Herren. Und deshalb darf ich noch einmal am Ende festhalten, die entsprechenden Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir haben vernünftige Vorschläge aufgegriffen, die nicht zulasten von Dritten kommen. Und dementsprechend warte ich auf einen Vorschlag, der sagt, wie das beispielsweise im Kreis Bergstraße war, nein, nein, wir machen hier die Gesetze, und wir können auf den Sachverstand des Ministeriums zurückgreifen. Aber ein Vorschlag, der zulasten Dritter geht, zu sagen, St. Florian, bewahre mein Haus, zins andere an, das geht schon einmal gar nicht. Wenn man sagt, nicht diese Kommune, dann muss man begründen, warum eine andere Kommune kommt. Und von Ihnen liegt nichts vor, nichts liegt vor, über das man debattieren kann.
Und wenn der Herr Schmidt in der Presse sagt, man muss es anders machen im Kreis Bergstraße, und wir greifen es auf, dann hat er mal einen Vorschlag über die Presse lanciert, aber da ist er nicht mal mutig genug, dem Vorschlag auch entsprechend zuzustimmen. Das ist doch alles scheinheilig. Und wenn Sie dann fragen, warum kommen wir jetzt erst auf die Idee, dass Groß-Rohrheim vielleicht in den Wahlkreis West wechseln kann, dann muss ich sagen, ich lebe da schon seit 45 Jahren. Mir war nicht bewusst, dass es da eine Landgrenze gibt von 100 Metern. Der Herr Schmidt ist ein begeisterter Radfahrer. Vielleicht ist er die Grenze schon mal abgefahren. Ich habe das nicht gewusst. Und als ich den Bürgermeister aufgefordert habe, er soll meine Landkarte nach Wiesbaden schicken, wo ich die Gemarkungsgrenze sehe, da warte ich bis zum heutigen Tag darauf, dass der Herr Bersch was liefert. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Nichts ist gekommen, weder von der SPD noch von den Verantwortlichen vor Ort. Und deshalb darf man am Ende festhalten, natürlich hat man hier drei Lesungen, um innerhalb dieser drei Lesungen noch Änderungen herbeizuführen. Weshalb machen wir das Ganze denn dreimal im Durchlauf? Es ist doch völlig parlamentarisch legitim, dass man ein Gesetz mehrfach überarbeitet und auch die entsprechenden Anregungen aufnimmt. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das nachgeliefert, was Sie gefordert haben. Wir haben die entsprechenden Klarstellungen gemacht bei den entsprechenden Begründungen. Wir haben die entsprechenden Klarstellungen gemacht bei der zusätzlichen Einführung einer Kommission. Und wir haben ins Gesetz festgeschrieben, dass wir die Abweichungsgrenze auf 25 belassen wollen, wie das andere Bundesländer übrigens auch haben. Alle anderen haben viele eine 25 Abweichungsgrenze. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir werden diesen Änderungen zustimmen, weil sie sinnhaft sind, weil sie die geringstmöglichste Eingriffstiefe haben, weil sie begründbar und nachvollziehbar sind und weil sie nicht politisch motiviert sind. Alle anderen Vorschläge, die Sie bringen werden, werden Sie bringen aufgrund von politischer Motivation und nicht aufgrund von sachlichen Argumenten. Danke, Herr Bauer. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich zu Wort gemeldet. Also, lieber Herr Kollege Bauer, bei aller Wertschätzung zu dem Beitrag fällt mir nur ein, Sie, Taku, ist es. Denn das war nun in der Tat keine Verbesserung in der Situation. Bei dieser blamablen Vorgeschichte wäre es vielleicht besser gewesen, jetzt zu hoffen, die Diskussion ist endlich rum. Wir beschließen das, und wir haben gute Aussichten, mit dem, was wir jetzt mühsam zusammengestoppelt haben, vor dem Staatsgerichtshof zu bestehen, falls irgendjemand dorthin geht, und die nächsten Wahlen zu überstehen. Das war Nein, wir gehen da nicht hin, Herr Kollege Reif. Und wir haben so etwas auch nie angekündigt, aber das wissen Sie besser. Es macht doch keinen Sinn, dass wir da länger darüber diskutieren. Wieso ich trotzdem noch einmal vorgegangen bin, wenn die Souveränität fehlt, eine Zwischenfrage zuzulassen, da muss man es halt von hier aus machen. Glauben Sie denn wirklich, Herr Kollege Bauer, was Sie hier vorgetragen haben, dass es besser gewesen wäre oder dass es besser ist, sich auf Statistiken zu berufen, als auf echte, konkrete, veritable Zahlen? Glauben Sie das wirklich? Das hat Ihnen im Übrigen auch die Präsidentin des Statistischen Landesamtes so nicht gesagt. Bitte schön. Lassen Sie die Zwischenfrage von Herrn Bauer zu. Herr Bauer, drücken Sie mal kurz. Herr Kollege Greilich, die Aktualität von Zahlen haben Sie angesprochen. Sie wissen, dass die letzte Wahlreform 2005 stattfand auf Datenbasis von 2004. Das heißt, wir haben jetzt in den Jahren 2013 auf statistischem Datenmaterial gewählt vom Jahre 2004. Ist Ihnen das bewusst? 10 Jahre altes Datenmaterial für die Berechnung von Wahlkreisgrenzen. Wir haben 2013 gewählt, 2009 gewählt mit Zahlenmaterial für Wahlkreisgrenzen aus dem Jahre 2005. Ist Ihnen das bewusst, Herr Kollege Greilich? Ja, das ist mir bewusst, Herr Kollege Bauer. Ich weiß nur nicht, was die Frage soll. Ich weiß nur nicht, was die Frage soll. Entscheidend ist, dass wir heute die Möglichkeit haben, anders als noch vor 10, 15 Jahren, auf Knopfdruck alle möglichen realen Zahlen abzufragen. Reale Zahlen. Und dass reale Zahlen besser sind als Statistiken, das weiß in diesem Lande jedes Kind. Das sollten auch Sie wissen. Danke, Herr Greilich. Für DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich wollte ich nicht in die zweite Runde gehen. Aber ich denke trotzdem, man muss das noch einmal konkretisieren, weil Sie hier versuchen, mit Nebelkerzen zu werfen. Also,
Auf der einen Seite wird ein Jurist zitiert aus der Anhörung, an den ich mich wirklich nur schwerlich erinnern kann. Aber sei es drum. Aber ach so, der war nicht da. Der hatte, deswegen kann ich mich an den nicht erinnern. Okay, gut, sei es drum. Aber ich kann mich erinnern, dass es zahlreiche Juristen und Experten gegeben hat, die gesagt haben, na ja, 25%, das ist eigentlich sehr sozusagen mit der heißen Nadel gestrickt. Eigentlich wären 10 bis 15% Differenz wären korrekt und auch verfassungskonform. Und ich will Ihnen auch sagen, warum ich nach wie vor der Meinung bin, dass dieses Gesetz, das Sie jetzt mit Mehrheit beschließen werden, möglicherweise verfassungswidrig ist. Wir haben da den Wahlkreis 42, Main-Kinzig 2. Der ist mit 24,6% nach Ihrer Statistik, mit 24,6% bei den 2015er Zahlen, über der Grenze. So, 2016 könnte der schon über die 25% sein. Und was ist dann? Ja, was ist dann? Das ist nicht berücksichtigt. Wir haben den Wahlkreis Frankfurt 1. Der ist 23,3% unter der Grenze. Ja? Auch da müsste etwas vorgenommen werden. Das könnten auch jetzt schon 25% oder mehr sein. Oder wir haben den Wahlkreis Lahn-Dill 2. Der ist mit 23,2% über der Grenze. Also alles mit heißer Nadel gestrickt. Sie haben bei 25,0% aufwärts einen Strich gezogen, haben gesagt, da machen wir was auf die 2015er Zahlen und bei den anderen machen wir nichts. Und das ist das Problem, was wir jetzt nach wie vor haben. Mit anderen Worten, frühzeitig eine Diskussion anzufangen, die Fraktionen einzubeziehen, die Beteiligten vor Ort einzubeziehen, landesweit zu schauen, wie kann man eine neue Wahlkreiseinteilung vornehmen. Das wäre verantwortungsbewusste Politik gewesen. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, der Minister hat noch Ende Mai dieses Jahres den Fraktionen eine Mitteilung geschickt, wo drin steht, ich habe es ja vorhin zitiert, ja, ihr braucht euch um gar nichts zu kümmern, das machen wir alles in der nächsten Legislaturperiode. Pfeifendeckel, sage ich an der Stelle. Ja, jetzt müssen wir es doch machen. So, jetzt müssen wir es doch machen. So, und insofern ist der Änderungsbedarf in der Tat, Herr Bauer, viel größer als das, was Sie jetzt mit heißer Nadel klein gestrickt haben. Und das ist die Begründung und vieles mehr, dass wir dieses Gesetz ablehnen und nach wie vor der Meinung sind, es wird Klagen geben. Und ich habe große Angst, dass das Ergebnis der Landtagswahl 2018 dann in Misskredit kommt, möglicherweise sogar aufgehoben wird. Und das haben Sie zu verantworten. Danke, Herr Schaus. Wir sind jetzt am Ende der Debatte anbelangt, und ich beginne mit den Abstimmungen. Als Erstes lasse ich über den Änderungsantrag der Fraktion CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abstimmen. Das ist die Drucksache 19/5781. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer lehnt ab? Das ist die SPD. Wer enthält sich? FDP und DIE LINKE. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Nun lasse ich in namentlicher Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes abstimmen. Das sind die Drucksachen 19/5510 zu 19/5439 zu 19/5273. Und ich bitte, mit der namentlichen Abstimmung zu beginnen. Ulrike Alex. Dr. Walter Arnold. Ja. Lena Arnold. Ja. Sabine Bächle-Scholz. Ja. Jürgen Banzer. Ja. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Ja. Elke Barth. Nein. Alexander Bauer. Ja. Holger Bellino. Ja. Peter Beuth. Ja. Dr. Frank Blechschmidt. Ja. Markus Bocklet. Michael Boddenberg, ja. Volker Bouffier, entschuldigt, Ulrich Kasper, ja. Wolfgang Decker, nein. Christoph Degen, nein. Corrado Di Benedetto, nein. Klaus Dietz, ja. Angela Dorn, ja. Tobias Eckert, nein, Sigrid Erfurt, ja. Nancy Faeser,
Gabriele Faulhaber. Nein. Martina Feldmeier. Ja. Hildegard Förster-Heldmann. Ja. Uwe Frankenberger. Nein. Dieter Franz. Nein. Jürgen Frömmrich. Ja. Kerstin Geis. Nein. Lisa Gnadl. Eva Goldbach, ja. Wolfgang Greilich, nein. Stefan Grüger, nein. Gernot Grumbach, nein. Stefan Grüttner, ja. Heike Habermann, Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hamann, ja. Karin Hartmann, nein. Christian Heinz, ja. Birgit Heitland, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, ja. Brigitte Hofmeier entschuldigt, Rüdiger Holschuh, nein. Hartmut Honka, ja. Norbert Kartmann, ja. Heiko Kasseckert, ja. Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaya Kinkel, ja. Irmgard Klaff-Isselmann, ja. Horst Klee, Hugo Klein, ja. Wiebke Knell, nein. Eva Kühne-Hörmann, ja. Gerald Kummer, nein. Dirk Landau, ja. Judith Lannert, entschuldigt, Jürgen Lenders, Angelika Löber, nein. Frank Lotz, ja. Heinz Lotz, entschuldigt, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, ja. Klaus-Peter Möller, ja. Karin Müller, ja. Regine Müller, Schwalmstadt, nein. Petra Müller-Klepper, ja. Handan Özgüven, nein. Mürvit Öztürk, nein. Manfred Penz, ja. Penz, Entschuldigung, Penz. Ja. Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Puttrich, entschuldigt, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, ja. Thorsten Schäfer-Gümbel, nein. Jan Schalauske, nein. Hermann Schaus, nein. Norbert Schmidt, nein. Mariana Schott, nein. Armin Schwarz, ja. Uwe Serke, ja. Michael Siebel, nein. Dr. Daniela Sommer, Frank Steinraths, ja. Manuela Strube, nein. Ismail Tippi, ja. Tobias Utter, ja. Joachim Feilmann, ja. Matthias Wagner, ja. Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke, nein. Sabine Waschke, nein. Marius Weiß, nein. Kurt Wiegel, Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Wintermeyer, ja. Janine Wissler, nein. Karin Wolf, ja. Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Haben jede und jeder, der die eine Stimme abgeben wollte, gewählt? Das ist der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und unterbreche kurze Zeit, um auszuzählen.
Meine Damen und Herren, ich eröffne die kurz unterbrochene Sitzung und gebe Ihnen das Abstimmungsergebnis bekannt. Es haben 56 zugestimmt, 39 dagegen und 6 Enthaltungen. Damit ist dieser Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen und wird zum Gesetz erhoben.